das ist eben auch unsere Forderung, dass der Bundestag sich eben für einen Volksentscheid einsetzt oder einen Volksentscheid einführt über die beiden Verträge. Und zweitens, dass eben auch die EU-Parlamentarier aufgefordert werden, sich für einen Konvent stark zu machen, um einfach mal in Ruhe zu gucken, wie wollen wir vielleicht die EU insgesamt demokratisieren. Wenn das nicht eintreffen sollte, was ja nicht unwahrscheinlich ist, weil wenn man sich den Zeitplan anguckt, 15. Juni soll das Ganze ja im Bundesrat abschließend schon behandelt werden, dann werden wir Verfassungsbeschwerde einlegen und eben gegen die Verträge rechtlich vorgehen. Der Ansatzpunkt ist, dass aus unserer Sicht, und das haben auch schon verschiedene Verfassungsrichter gesagt, dass hier die Integrationsgrenze, also was die Integration, europäische Integration angeht, des Grundgesetzes überschritten wird. Also die rote Linie wird mit diesen Verträgen überschritten und da werden wir dann eben rechtlich gegen vorgehen. Also ich habe ja nicht umsonst das Grundgesetz mitgebracht. Ich habe da immer meine kleine eigene Ausgabe. Da sind alle Artikel, wie sie bei allen stehen. Und jeder kann dann auch, jeder Abgeordnete, sein eigenes Vorwort schreiben. Und ich kann einige Stichworte, die Sie genannt haben, gleich aufnehmen. Das erste ist natürlich die Frage der Aushöhlung des Grundgesetzes. Unsere Fraktion im Bundestag hat das sehr deutlich kritisiert. Wir sehen, dass eine Reihe von Grundgesetzartikeln verletzt werden, dass also die Souveränität, die das Parlament ausgehöhlt wird. Und man muss ja gar nicht das so abstrakt sagen. Wir stehen hier mitten auf der Straße, hier laufen Leute vorbei, die immer wieder aufgefordert werden, zur Wahl zu gehen und die sich natürlich irgendwann die Frage stellen, warum soll ich überhaupt noch einen Abgeordneten wählen, wenn er sowieso nichts zu sagen hat. Sie haben das Haushaltsrecht benannt. Ich bin ja seit 2002 Mitglied des Haushaltsausschusses, bin seit vielen Jahren Verantwortliche für meine Fraktion im Haushaltsausschuss und gerne nennt man ja das Haushaltsrecht, das Budgetrecht auch so ein bisschen überhöht vielleicht, das Königsrecht des Parlaments. Und die eigentliche Frage ist ja, was geschieht mit unser aller Geld? Wo wird die noch entschieden? Und wenn ein souverän gewähltes Parlament dazu nichts mehr zu sagen hat, ist meiner Meinung nach, unserer Meinung nach, auch die Meinung der Fraktion Die Linke ist, dass dieses Grundgesetz verletzt. Und ich will ein zweites Stichwort aufgreifen, was Sie gesagt haben, in Ruhe. Ich habe den Eindruck, dass ja die Krise gerne zum Vorwand genommen wird, jetzt muss alles ganz schnell gehen. Wenn wir jetzt nicht sofort entscheiden, dann egal unter welchen Umständen, dann bricht alles zusammen. Es wird also von den Regierungen, von Teilen der Regierung auch ein ungeheurer Druck auf die Abgeordneten ausgelöst und gerade die Vertreter der Regierungskoalition raufen sich zwar auch ob dieses Druckes die Haare, aber sie versuchen das trotzdem alles mit durchzudrücken. Und das Problematische daran ist ja, dass es im Die These will ich glaube, die kann niemand widerlegen, dass viele, die Entscheidungen treffen, überhaupt nicht wissen, was sie entscheiden. Und darum finde ich Ihre Forderung, faire Volksentscheide, so wichtig. Wenn man jetzt ein Dokument hinlegt und sagt, Leute, sagt mal ja oder nein, ist das natürlich kein fairer Volksentscheid. Ein fairer Volksentscheid erfordert, dass die Dinge so formuliert und erklärt werden, dass sie jeder versteht. Und darum, glaube ich, drückt man sich in Deutschland auch gerne vor Volksentscheiden. Sie haben gesagt, Sie interessieren sich vor allen Dingen für die Demokratieseite. Ich halte das für ein ganz umfassendes Problem, denn unsere Demokratie wird auch verletzt, wenn unser Geld den Banken in den Rachen geworfen wird und das Finanzsystem nicht reguliert wird. Da ist sozusagen das, was jetzt im Bundestag passiert, in Europa passiert, nur die eine Seite. Aber die Frage des Eigentums ist für mich eine grundsätzliche Demokratiefrage. Wie gesagt, das Grundgesetz, darf ich Ihnen vielleicht eins der Exemplare auch gleich überreichen.